Hallo Wander- und Outdoor-Freunde und herzlich willkommen bei einer neuen Folge mit Adventure Trends. Wir sind heute in Cochem an der Mosel und haben schönstes Wetter, schon wieder, und wollen den Seitensprung, die Cochemer Ritterrunde laufen. Ja, heute mal wieder einen Seitensprung und ja, eine richtig große Tour. Wenn ihr wieder Lust habt auf eine Wanderung, dann kommt mit. So, jetzt sind wir die ersten Meter aufgestiegen, mal gerade so der Schwenk nach da unten, von da kommen wir her, vom Startpunkt Seilbahn. Da ganz hinten seht ihr unser Etappenziel, die Burg Cochem. Allerdings verbindet der Weg erstmal, wie viel Kilometer, Eva? 16 Kilometer und 700 Höhenmeter. Genau, also das ist dann unser Etappenziel, unser Highlight nachher, aber ganz zum Schluss. Und wenn wir uns dann noch gerade drehen, ganz da hinten, glaube ich, kann man es erkennen, da ist auch eine Burg, die ist so praktisch auf der Hälfte, also jetzt einmal so von Burg zu Burg. Ja, jetzt habt ihr gerade den Aussicht vom Pinnerkreuz gesehen. Das ist so ein ganz kleiner Abstecher, nur ein paar Meter vom eigentlichen Weg weg. Auf jeden Fall machen, zum Gipfelkreuz rübergehen, dann schon super schön Aussicht über Cochem. Ja. Ja, und für die Fußfrauen, es gibt auch eine Seilbahn, aber heute, da waren eben Wartungsarbeiten, also heute geschlossen. Ansonsten für die Fußfrauen, die sich diesen Aufstieg hier sparen wollen, der war wirklich sehr anstrengend. Nochmal so, wie viele Meter waren, Eva? Ich glaube, 300 Höhenmeter, auf jeden Fall schon hoch, direkt am Anfang steil hoch. Die können auch mit der Seilbahn fahren. Ja, wir sind jetzt unterhalb der Winneburg, war ein ganz schöner Abstieg und jetzt folgt gleich wieder der Aufstieg. Hier gibt es noch eine Abkürzung, wo man die Strecke um die Hälfte praktisch verkürzen kann. Allerdings ist hier momentan wegen Straßenbauarbeiten gesperrt. Wie lange das jetzt andauert, können wir auch nicht sagen. Und ja, hier ist nur eine Straße, da muss man ein bisschen aufpassen beim Überqueren. Und jetzt geht's wieder bergauf.
Ja, hier befinden wir uns jetzt in der Burganlage der Winneburg. Ihr seht hier unten so ein bisschen Ruinen. Vorne kann ich euch gleich auch nochmal einblenden, auch noch einen Bergfried erhalten. Die wurde so ja, im 13. Jahrhundert wohl angefangen zu bauen. Erstmal der Bergfried, dann wurde die immer mehr ausgebaut, bis sie dann irgendwann 1600 irgendwas gesprengt wurde. Aber eine beeindruckende Burgruine und lohnt sich auf jeden Fall, gerade die 100 Meter vom Weg abzuzweigen bis hierhin. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh, mine's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same. Ja, und damit sind wir am nächsten Etappenziel angekommen. Ihr seht hinter uns die Reichsburg Cochem, die man normalerweise auch besichtigen kann. Leider im Moment aus bekannten Gründen, wie vieles geschlossen. Und ja, die wurde so um 1100, Anfang 12. Jahrhundert erbaut und irgendwann, glaube ich, um 1700 zerstört und dann aber nochmal aufgebaut. Und ist eine wirklich schöne Burg, sehr schön erhalten. Und wie gesagt, hier kann man auch Führungen und so machen. Und liegt halt hier auch schön über Cochem, also auf jeden Fall mal ein Ausflug wert. Ich glaube, Eva ist noch am Ausruhen. Ja. Jetzt geht's aber gleich noch mal runter und dann sind wir fast fertig. Skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh my, it's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Ja, wir haben uns gedacht, eine schöne Stelle, um abzumoderieren. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Ja, es war sehr, sehr schön. Eine ja recht schwere Tour, weil es gibt drei Aufstiege, jeweils so
200 bis 300 Höhenmeter und danach geht es immer wieder schön bis fast ganz nach unten, um dann wieder nach oben zu laufen. Aber der Aufstieg lohnt sich auf jeden Fall, es ist super schön und man hat auch sehr, sehr viele schmale Pfade durch den Wald, über Wiesen. Ja, das kann man doch gut mal machen. Genau, also viele Pfade, gibt ein, zwei so ja, Waldstraßen, Waldwege, die aber meistens dann den Berg hochgeführt haben. Sonst viel mit Serpentinen, sehr schön, verschiedene Abschnitte auch. Und die zwei Burgen auf jeden Fall ein Highlight. Leider, wie gesagt, hier die Reichsburg im Moment geschlossen, aus bekannten Gründen. Und ja, wir hoffen, ihr hattet wieder genauso viel Spaß wie wir. Lasst uns noch ein paar Kommentare da. Ja. Vielleicht auch einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal bei Adventure Trails. Tschüss. Tschüss.